Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute einmal mehr aus der Universitätsmedizin hier in Rostock. Mir gegenüber Professor Dr. Emil Reisinger. Er ist der Dekan der Medizinischen Fakultät. Herr Reisinger, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass Sie unsere Fragen beantworten. Natürlich dreht sich es ein Stück weit natürlich um die Corona-Situation hier im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, in der Stadt, auf den Punkt gebracht. Wie beurteilen Sie Katastrophe? Noch keine Katastrophe. Wir haben die Möglichkeit, mit einem blauen Auge durchzukommen. Es kommt jetzt darauf an, wie sehr sich die Menschen an die Regeln halten. Es wird ja viel gefordert momentan, natürlich auch aus der Wissenschaft heraus. Schließen Sie sich dem an. Es läuft ja letztendlich auch auf einen harten Lockdown hinaus. Ich glaube, es gilt, einen Lockdown, wenn möglich, zu verhindern. Und daher die Maßnahmen, die das Land ergriffen hat, 2G, 2G plus beispielsweise. Und vielleicht gelingt es mit diesen Maßnahmen, einen Lockdown zu verhindern. Nun ist das natürlich ziemlich hart für die Ungeimpften natürlich. Die werden natürlich immer weiter ausgeschlossen. Aber das ist für Sie nachvollziehbar, dass wer heute sich aus vernünftigen Gründen nicht impfen lässt, auch mit den Folgen leben muss? Lange genug hat man den jetzt Ungeimpften die Möglichkeit gegeben, sich impfen zu lassen. Jetzt haben wir eine sehr schwierige Situation. Insbesondere beunruhigt mich die Situation auf den Intensivstationen. Und da kann man jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Die Leute müssen sich impfen lassen, damit wir Krankenhausaufnahmen und Intensivstationen im Griff behalten. Wie sieht es aus bei Ihnen ganz konkret an der Universitätsmedizin, was die Intensivpflege anbelangt, natürlich aber auch die Fälle, die Corona-Fälle, die ansonsten natürlich behandelt werden? Wir haben jetzt aktuell 10 Intensivpatienten mit Corona auf einer Intensivstation, und auf der zweiten Intensivstation haben wir weitere Betten jetzt aufgebaut und versuchen die mit den Mitarbeitern, die vorhanden sind, zu betreiben. Das große Problem hört man ja, sind ja Fachkräfte. Also ist da sozusagen die Grenze erreicht hier am Universitätsklinikum oder arbeiten Sie daran, noch zusätzliches Personal einzuwerben? Also wir haben landesweit die Grenze der Intensivbetten, die für Corona-Patienten in Frage kommen, erreicht. Und jedes Bett, das jetzt zusätzlich für Corona-Patienten zur Verfügung gestellt wird, fehlt anderen Patienten, nicht Corona-Patienten mit anderen Erkrankungen, die eine Intensivpflicht nach sich führen. Das sind Herzinfarkte, Schlaganfälle, diabetisches Koma beispielsweise. Für diese Patienten sind dann oder wären dann weniger Betten, Intensivbetten zur Verfügung. Aus Ihrer Sicht nochmal, hat die Politik hier im Land oder im Bund zu spät reagiert? Also hat man hier wirklich so ein Stück weit luftleeren Raum gehabt zwischen der alten Regierung und der neuen Regierung im Bund? Hat man da was verschlafen? Für mich sehr schwierig, mich jetzt über Politik zu äußern, aber im Bund sind sicherlich, wie alle wissen, einige Dinge schiefgelaufen. Im Land muss ich Ihnen sagen, dass kontinuierlich seit 1,5 Jahren man maximal bemüht ist, die Corona-Pandemie im Griff zu behalten. Das zeigt auch, dass wir im Land, was die Zahlen betrifft, bisher immer unter dem Bundesdurchschnitt waren und hoffentlich auch bleiben werden. Wir fragen ja auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch hoffen, dass wir natürlich irgendwann mal aus dieser Pandemiesituation herausbekommen, dass wir da nicht eine fünfte, eine sechste Welle haben. Was sind Ihrer Meinung nach die geeigneten Maßnahmen letztendlich, damit wir irgendwann mal wieder aufatmen können? Ja, die Maßnahmen, die jetzt diskutiert wurden in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik, sind 3G, 2G, 2G plus. Man überlegt momentan die Impfpflicht für Gesundheitsberufe beispielsweise und Altenpflegeberufe. Ich denke, dass diese Impfpflicht auch bald kommen wird. Man überlegt eine generelle Impfpflicht, auch die ist in Aussicht gestellt für Anfang nächsten Jahres. Und dann haben wir noch, so wie in Österreich, die Möglichkeit eines Lockdowns für Ungeimpfte. Der hat in Österreich 10 Tage nach Beginn dieses Lockdowns für Ungeimpfte auch dazu geführt, dass die Zahlen nicht weiter gestiegen sind. Österreich hat dann eine Woche später noch einen Lockdown für alle draufgelegt, und jetzt gehen in Österreich die Zahlen, die Inzidenzen genauso schnell runter, wie sie raufgegangen sind. Das wäre aber eine Ultima Ratio, ein Lockdown.
Und wenn Sie auf andere Länder schauen in Europa, wer macht es richtig? Also wer zieht durch? Ist Spanien ein gutes Beispiel? Spanien, Portugal, Italien sind Beispiele. Die Leute haben sich impfen lassen, sind mehr Leute geimpft in den südeuropäischen Ländern wie in Deutschland und in Österreich. Und damit haben die auch niedrigere Inzidenzen. Die Inzidenzen in diesen Ländern steigen auch, aber von einem anderen Ausgangsniveau. Um nochmal die Sorgen zu nehmen vor dem Impfen. Haben Sie in der Geschichte hier natürlich in den letzten Jahren oder seitdem geimpft wird, natürlich viele Fälle gehabt, wo Sie sagen, da mussten wir behandeln, weil jemand geimpft wurde? Also wir haben am Anfang der Impfkampagne, insbesondere mit dem AstraZeneca-Impfstoff, sehr viele Nebenwirkungen beobachtet. AstraZeneca hat, wie wir wissen, in 40-50% Nebenwirkungen gezeigt. Die anderen Impfstoffe, sei es BioNTech, Moderna oder auch Johnson, haben deutlich weniger Nebenwirkungen. Die Impfstoffe, die jetzt zur Verfügung stehen, haben sich im Wesentlichen BioNTech und Moderna herauskristallisiert als wirklich sehr gut verträglich. Und auch wenn immer wieder angesprochen wird, die Langzeitnebenwirkungen kennen wir nicht. Wir haben diese Impfstoffe jetzt seit 1,5 Jahren, zunächst in Phase 2 und Phase 3 Studien. Seit einem Jahr impfen wir jetzt. Wir haben weltweit mehr als 7 Milliarden Menschen geimpft. Da sind schon sehr verlässliche Daten bezüglich der Nebenwirkungen vorhanden. Und was am meisten insbesondere bei jungen Damen zu Vorsicht verwendet wird als Argumentation, man möchte noch Kinder kriegen und man weiß nicht, ob der mRNA-Impfstoff das Kinderkriegen beeinflusst. Da kann man sagen, die Daten, die wir jetzt haben, 1,5 Jahre zeigen, dass es keine Beeinflussung des Kinderwunsches gibt. Und wenn man sagt, ich möchte nicht mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden, wenn Sie heute ein Steak essen, nehmen Sie 100-mal mehr mRNA zu sich als mit der Impfung. Selbst wenn Sie einen Salat essen, in Salat ist ja auch genetisches Material der Pflanze, sprich DNA und RNA. Und Sie nehmen mit einem Salat mindestens so viel mRNA auf als mit einer Impfung. Insofern insbesondere die Veganer müssen das nachvollziehen können, dass Salat und auch die Impfung bezüglich mRNA wirklich unbedenklich sind. Noch zwei Fragen. Erste Frage, müssen Sie wirklich jetzt andere medizinische Behandlungen, Eingriffe zurückstellen? Vor dem Hintergrund natürlich dieser Überlastung, drohenden Überlastung durch Covid-19-Patienten? Wir bereiten uns darauf vor. Wir rechnen damit, dass in wenigen Tagen unsere Kapazitäten, die wir für Covid vorgehalten haben, erschöpft sein werden. Nicht nur in Rostock, sondern in allen Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Noch ein Blick in die Zukunft ganz kurz. Wir sehen hier interessante Zeichnungen im Hintergrund. Die haben Gott sei Dank mal nichts mit Covid-19 zu tun, sondern das sind die Planung Ihres Hauses für zukünftige Bauwerke. Ganz kurz, worum geht's da? Ja, wir haben ja, was die Bausubstanz betrifft, in vielen Gebäuden Nachholbedarf. Wir werden vom Land unterstützt. Wir haben jetzt das Biomedikum als Forschungsgebäude eingeweiht und es sind weitere Bauten in Planung, insbesondere Bettenhäuser, damit wir mehr Betten zur Verfügung stehen können und auch mehr Intensivplätze. Herr Professor Reisinger, vielen Dank für dieses Gespräch und natürlich vielen Dank auch für Ihren Einsatz an Sie und Ihre Kollegen an der Covid-19, an der Corona-Front, wenn man so will. Haben Sie noch etwas, eine Botschaft an unsere Zuschauer? Bleiben Sie gesund und lassen Sie sich bitte alle impfen. Vielen Dank an Sie und auch für Ihre Berichterstattung. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank natürlich auch an Sie fürs Zuschauen. Und Sie haben es gehört, lassen Sie sich impfen. Bei MV1 sind wir natürlich auch geimpft. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.